Moin, moin zusammen am Mittwochnachmittag. Wir sind wieder unterwegs hier auf der nordfriesischen Marsch-Vierfach-Map und zwar im Mega-Schweine-Projekt. Und wir wollten ja in der letzten Folge das Hängerchen hier kaufen und hatte das aber vergessen mit reinzunehmen. Deswegen machen wir das jetzt. Und dazu wollten wir den Forstgeräte, die Stubbenfräse mitkaufen. Und das geht jetzt beides hoch in den Forst 2, nenne ich es jetzt mal. Also in das neue Sägewerk. So, oh, hoppa, langsam, langsam. Gucken wir mal, dass wir das hier vorne dran bekommen. Ja, ein bisschen. Muss ich mal gucken, wie wir das einigermaßen austariert bekommen. Gucken, ob wir den Hänger jetzt so da dran kriegen. Das ist alles nicht so wirklich gut. Das ist nicht so, wie ich das wollte. Gut, dann müssen wir das anders machen. Dann bleibt das erstmal hier. So. Ach ja. Kann nicht immer alles so klappen, wie man das gerne möchte. So, dann jetzt erstmal gucken, dass wir das Hängerchen. Gut, das funktioniert immerhin schon mal. So, jetzt habe ich aber von hier aus noch keinen Kurs zum Sägewerk 2. Gut, dann müssen wir fahren, bis wir auf den Kurs treffen. So. Gut. Und dann schicken wir eben gleich einen zweiten Traktor los, um die Stubbenfräse auch noch hochzubringen zum Forst. Und dann können wir da oben loslegen, dass eben auch das zweite Sägewerk, also das die Bretterpaletten herstellt, in Betrieb gehen kann. Denn dazu brauchen wir jede Menge Hackschnitzel. Und die liegen ja eben da relativ viel rum, da wo wir die Bäume gefällt haben. Und deswegen, ja, müssen wir da die Gerätschaften hochbringen. So, wir müssten rein theoretisch jetzt hier auf den Kurs treffen, der links hochgeht. Jo, da sind wir auch schon. Wunderbar. So, dann kannst du losfahren. Und wir nehmen den hier. Da können wir den Düngerstreuer kurz auf dem Hof abstellen. Machen den aber vorher nochmal schnell voll, dass er für den nächsten Einsatz gerüstet ist. Gut, das war das. So, dann kommt der hier schön hin.
Und dann rüber zum Forst. Ne, nicht zum Forst, zum Shop natürlich. Und da das Ding schnell angehängt und dann auf derselben Route wie der MB-Truck eben. Das können wir auch schon mal vorbereiten hier. Upp, erstmal hier kurz abbiegen. So, Sägewerk 1, Sägewerk 2. Und dann dieselbe Geschichte. Und dann müsste der MB-Truck ja eigentlich auch gleich oben angekommen sein, gehe ich mal von aus. Ja, in dem Moment, wo ich das sage, ist er da. Wunderbar, wunderbar. So, dann gehen wir, ups, hier schon mal auf den Kurs. Und Abfahrt. Dann machen wir jetzt erstmal die Hackschnitzel aus der Holzscheitproduktion, die können wir schon mal abholen. Ist nicht viel, aber es ist ein Anfang für die Produktion hier, dass wir hier eben auch die Bretterpaletten bekommen. Einmal abkippen. So, da können wir den erstmal ausmachen. Und wir machen hier weiter. Wir wollten ja hier die Paletten verteilen. So, Nummer uno. So, ne? Das hier zweimal Nummer 3, ne? Oh Mann, oh, was ist denn jetzt wieder los hier? Das wird nix. Dann nehmen wir erst die andere. Manchmal ist das aber auch schwierig. Na, Autosave oder was? Ja. Das ist nicht so die normale Art. Aber es funktioniert immerhin. So, komm einmal da rein. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die wenigstens ordnungsgemäß bekommen.
So, jetzt passt das. Merkwürdig, merkwürdig. So, dann packen wir die noch schnell da hinten rein. Dann haben wir zumindest mal die Paletten hier aufgefüllt. Und wir gehen mal mit der Stubbenfräse ein bisschen die Baumstümpfe weghupseln. So, schon mal anmachen. Machen mal ein kleines Bild davon. So, dann haben wir auch was für die Galerie. So, ein bisschen rauszoomen. Sieht irgendwie noch so aus. Da scheint es gewesen zu sein. Dann machen wir den aus. Stellen die einfach mal hier ab. Und schnappen uns noch mal unser Spezialhängerchen. Denn die, oder der, aha, wo fahre ich denn hin? Der nächste Vorteil von dem Ding ist eben, dass er auch Autoload hat. Das heißt, wir können jetzt einfach die Hackschnitzel, die hier am Boden liegen, einfach aufnehmen. Der Seite der Hacker noch was? Ja, ein bisschen. Und dann können wir das nämlich auch hier mit reinschmeißen. Das ist zwar nicht viel, was wir jetzt am Anfang hier haben. Aber besser als gar nichts, würde ich sagen. Guck mal, was haben wir jetzt hier? Knappe 3000. Und hier ist auch schon einiges entstanden. Und hier kommen auch schon die ersten Paletten raus. So gefällt mir das, so gefällt mir das. Ja, was können wir denn jetzt noch machen? Wir nehmen jenen hier und schicken den zurück. Und der hier auch. Der hat einen Kurs genau nach Obst runter. Vom Obst zum Gemüse. Das heißt, da lassen wir den auch einfach runterfahren und dann sehen wir weiter, was denn noch so anliegt. Der bleibt hier, den können wir auch erstmal hier stehen lassen. Hier wird produziert. Ja, haben wir erstmal nicht wirklich was zu tun.
Wir können aber mit dem hier, den übernehme ich jetzt mal, noch mal ein bisschen Stroh fahren, weil wir haben ja noch 114.000. Das werden wir so gut, nee, nicht so gut, sondern alles in den Komposter schmeißen. Das werden wir in der nächsten Folge noch machen. Ich bring den jetzt nur noch schnell zum Hof zurück. Und dann kann der ihm in der nächsten Folge sich darum kümmern. Und der Palettenanhänger wird Richtung Lager geschickt werden und holt sich da ein bisschen Kartonpaletten ab. Sprich, nicht ein bisschen, sondern genau 4, die wir dann auch zur Obstplantage hochbringen werden. Ja, das sind so die Pläne für die Folge von morgen. Denn, was soll ich sagen, wir sind schon wieder am Ende für heute angelangt. Ja, die Zeit vergeht wie im Fluge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Und dann sage ich einfach Tschüss, bis morgen um 15 Uhr zur nächsten Folge hier auf der nordfriesischen Marsch Vierfach.